Zack, zack, zack. Jetzt hör auf, Helen. Ich crafte gerade mega komplizierte Dinge. Oh. Helen. Was ist? Lass mich in Ruhe. Advanced Seed, Van Diamond und die Bars. Das na. War ich nicht. Na, 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 na. Na, 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 Iron na, na. Bars aus normalem Iron wieder. Die kriege ich, glaube ich, ausnahmsweise noch auf die Reihe. Zack. Oh, das waren ein paar viele. Egal. So. Nein, wie ging die? So. Bam. Ein Advanced Heat Vent. Noch ein Advanced Heat Vent. Oh, es ist so umständlich und so aufwendig. Ich krieg Kotzen. Hey, Timo, guck genau mich an. So, Overclocker kriege ich hin. Jetzt Advanced Circuits. Hoppala. Einen haben wir noch und die kann ich upgraden mit Redstone, Glowstone Dust und Lapis. Na. Zack. Ja. Na. Das habe ich wohl gemerkt. Wenn ich hier ganz ruhig stehe, dann laufe ich ja nicht, wie blöd hin und her. Bleib ich halt in der Luft. Ja, und jetzt? Such dir ein cooleres Hobby. Mach irgendwas Sinnvolles. Verfugt. Dafür gibt's die Gravity Gun. Ey! Junge, was ist das? Brauch mehr. Hier, Zeug. Doppelte Portal, ganz Spaß. Alter. Reicht das? Ich brauche ja im Prinzip brauche ich nur zwei. Na, so. Okay, jetzt müsste ich die Dinger auch irgendwie hinkriegen. Advanced Circuit, Okay. Ah, Zombie Pikmin greift mich an. Bam. Ja, das hat sie Agro gemacht. Dam. Jetzt habe ich zwei Engine Booster. Die Bäume brennen. Nein. Und jetzt kann ich das Ding noch auch irgendwie machen, oder nicht? So, Lab Pack, mein normales Jetpack, das ich gerade nicht dabei habe. Die zwei Engine Booster. Zwei Carbon Plates und so. Ah, ja, ich glaube, ich hab's. Das wäre doch Alter, schon mal sehr schön. Alter, man kann zu dem Baum hoch. Boah. Der Baum ist so hoch, da kann man mit dem Jetpack noch niemals hin. Hä, wie der ist so hoch, da kann man. Du kannst mit dem Jetpack ja, so fliegen, wie du willst. Nein, ab Höhe 185 geht der einfach nicht mehr weiter. Ah, dann ist der Jetpack quasi zu schlecht dann? Ja, so ungefähr. Ach so, okay. Und da kann ich jetzt. Oh, ich wollte auf den Baum drauf. Wo kann ich jetzt nicht drauf? Also, ich komme höher als 185. Welches hast du denn? Ja, du hast ja auch. Du hast ja auch dieses andere Helm. 350. Komm ich. Du hast ja auch dieses andere, Helen, du hast ja nicht das normale Jetpack, einfach nur... Okay, 245 ist Maximum, sorry. So, zack und Leute, zack ich hab Spawner und gefunden. Zack und dam und... Ich hab den Wisp-Spawner gefunden. Und jetzt habe ich auch, lol, einen Wisp-Spawner. Ja, okay. Ich nehme den mal mit. Chillig, ich habe jetzt auch die Advanced Nano Chestplate. Alter, das hat jetzt so lange gedauert, meine Fresse. Ey, der jetzt ganze Wald fängt hier an zu brennen. Der. Ach, meine Güte, ey. Aber hey, einmal erst gebaut, hält es theoretisch für die Ewigkeit. Oder bis uns wieder irgendwer zum Mond schießt, ey. Was? Alter, du Sack. So. Holt sie. Zap, zap. Ja, ist gut, Helen. Alles wird gut. Keiner tut dir was Böses. Boah, fick dich! Hier wieder hin. Wie viel Leben hat er noch? 13. Den kriegt man nicht mal mit dem Lightsaber. Boah, ey, Vorsicht! Nicht alle haben so eine OP-Rüstung. Alles gut, ey. Da war übrigens
so ein Wispborn, also bei diesem Obsidian-Teil. Oh, oh, wir müssen es kappen. Wir müssen kappen. Die Verbindung da, kappen. Da ist ein Spawner und da ist ja eine Kiste drauf und da gibt es ein paar Sachen. Kannst du einfach dahin machen, ja, erstmal, und dann kann man es mal umsetzen. Die Kiste habe ich ja ein bisschen ausgeraubt, aber. Ja, ich habe da jetzt den Rest noch dann rausgenommen. Ja, ich habe da nur so eine zweite Portalgang gefunden. Jetzt habe ich schon zwei Stück von denen. Smelting Diamond Ore, Powered Furnace, bla bla bla. Compressor, Cold Chunk, Scrap Box. Was? Tschüss. Hey, bin ich jetzt blöd? Scrap Box hat eine 0,16% zum Diamanten zu werden. Was haben wir denn noch? Grinder, Mixer, Rock Crusher. Hey, kriegt man nicht aus Yu-Yu Meta auch irgendwie Diamanten hin? Ja, 9 Yu-Yu Meta. Aber also ich finde das nirgendwo in der Dingens. Ja, ach ja, diese Yu-Yu Meta Rezepte sind da ja irgendwie nicht, ne? Das ist auch ja ein bisschen schon. Lol, was war zu das viele, glaube ich. Irgendwie? Vines, Grass Block. Bucket of Four. Das sind die Chiseled Cobblestones. Ja. Oh, ich wollte gerade ein sortieren. Und ein Deer, ja, toll. Naja. Ja, ist ja gut, ist ey, ja gut. Alles gut. So, wo war ich denn eigentlich stehen geblieben? Achso, ich habe jetzt ja hier, genau, ich wollte ja erstmal hier jetzt gucken. Also mit F mache ich jetzt Jetpack Engine on. Und jetzt kann ich... Ja, das ist doch nice. Hui, hui. Was cool ist, ist, dass du die mit F auch wieder ausmachen kannst. Weil wenn du normal in Höhlen läufst oder so, machst du halt einfach wieder aus und dann ist gut. Das ist echt gut. So, kann ich denn hier jetzt auch einfach... Warte mal. Ich habe eben ein Bücherregal anzünden können. Vielleicht kann ich damit Bäume... Jo, ich kann Bäume damit anzünden. Yay. Das ist auch cool. Oh mein Gott, ein Creeper. Stirb, Baum. Unsere Farm. Jo, wie sieht's eigentlich... Hat irgendwer jetzt hier zwischendurch mal Bali und so rausgenommen? Irgendwer hatte Bali rausgenommen, ne? Ja. Wie sieht's denn aus mit dem Teil Filler? Wohin? 1, 2, 3, 4, oh lol, der ist hier unten explodiert. Jo, hier ist ja noch was drin. Das wurde mir eben gar nicht angezeigt. Bam, bam, bam. Oh, hier ist sogar noch eine Höhle. Bam, bam, bam. Die unbesucht ist. So, ach so, ja, muss ich den Modi halt auch wieder anmachen. Gut. Ja, boah, ordentlich was geschafft. Irgendwie mega viel geschafft und irgendwie überhaupt nichts geschafft schon wieder. Ja, wir haben uns eigentlich jetzt nur wieder... Irgendwie haben wir so ein paar Sachen wieder aufgebaut und so aus Fehlern, die man vorher gemacht hat, auch so rückblickend ein bisschen gelernt, aber... Ja gut, wir haben ein paar neue Welten entdeckt, also wir haben schon irgendwie ein paar Sachen jetzt geschafft, aber... Wir wären echt jetzt schon viel weiter, hätten wir nicht alles wieder oder so viel wieder nachträglich machen müssen. So. Nö, aber ich finde, kommen wir ganz gut voran. Ja. Dadurch, dass wir im Prinzip unendlich Energie haben und so. Und immer mega viele Erze, dadurch, dass wir jetzt nicht die ganze Zeit noch farmen müssen und so. Ich würde auch sagen, dass wenn wir irgendwann wieder dieser Moment kommen, wenn wir alle irgendwie unsere Quantum-Nano-Sonst-was-Sachen haben. Ja, ist ja gut, Helen. Dass wir dann irgendwann einfach nochmal so die ganzen Gebäude so richtig fett ausbauen und so. Und alles uns doppelt und dreifach hinstellen und so. Na, Mist. Ach so. Da. Oh! Weg mit ihm. So. Ich baue gerade Betten ab, ne? Vorsicht. Oder was ist Vorsicht? Ist jetzt gerade nicht so gefährlich eigentlich. Machen wir jetzt, ja komm, wir machen jetzt so ein riesiges Vierfachbett, ne? Weil wir da so total drauf stehen. Git. Seite an Seite so, ne? Findet, vor allen Dingen Helen findet das immer besonders toll. Ja, natürlich. Der traut sich nämlich auch nicht alleine zu schlafen. So. Habt ihr es mal irgendwann? Alter, ich krepiere. Oh, das hat funktioniert. Alter, wie machst du so viel Damage damit? Ah, so. Lass es. Ich weiß selber nicht, wie ich so viel Schaden machen kann. Okay, was hatte ich jetzt noch vor? Ja, ist ja gut. Alles wird gut. Ist ja gut. Du musst mein Schutzschild. Ja, komm, ist... Timo, fick dich einfach nur, ey. Ich glaube, der Nano selber ist an. Ja, der Nano selber ist an. Den musst du ausmachen. Jetzt ist er an, jetzt ist er aus. Ja. War, also, er war eben aus, ja.
Weil der zieht die ganze Zeit dum, an Energie. Dum. Das sind die Portal-Sachen. Ich bin dafür. Ich mache mir jetzt auch noch so ein Teil. Und was eigentlich zu Gravity Gun und Gravity Gun Supercharge? Ist sie irgendwie besser dann? Die Supercharge ist nochmal besser. Okay, aber wir kriegen den Nether Star ja nicht hin, ne? Nein. Also habt ihr auch alle die... Hä, du hast ja die blaue. Warum hast du die blaue? Wer weiß. Hast du die gefunden? Nein. Ja, und wie hast du den Nether Stern dann jetzt hinbekommen? Ich hab die nicht gebaut. So sehe ich, habe die normale gebaut, aber ich verrate nicht, wie man die Supercharged hinbekommt. Recipe für Supercharged. Ja, es gibt aber nur das eine Rezept und dafür brauchst du einen Netherstern. Ja, aber du kannst auch mit der normalen, wenn du klug bist und intelligent, eine sehr, sehr gute machen können. Super, was machst du, Timo? Ich versuche das Ding mitzunehmen. Achso. Wo ist es hin? Da ist es. Haben wir noch irgendwo Obsidian? Sieht nicht so aus. Doch, klar. Iron Ingot, Glossen. Doch, warte. 4 und Iron Ingots. Doch, wir haben ein Geschenk für dich mitgebracht. Richtig. Zu Weihnachten. Lass uns dem kleinen, komm, wir bauen einen kleinen Zaun oder so und stellen den irgendwo in eine Hausecke oder so. Unser Tintenfisch ist ja eben schon kaputt gegangen. Warte, ich mach mal gerade ein paar Zäune, dann kannst du ihn da reinstellen. Ja, ist ja gut, ist ja gut. Hier, stell den mal hier in die Ecke. Warte, der da wieder weg. Nicht den Tintenfisch, ne? So, da kann der hier schreit rein, hier. Genau, so ist schön. Ja, der kann doch hier rausspringen. Oh, da muss da auch noch ein Zaun drauf. Ne, da muss kein Zaun drauf, da muss man nur... Ah, den kann man nicht mit der Gravity Gun nehmen. Was war das? So, jetzt kann er da nicht mehr raus. So, dann kann das weg. Das war, glaube ich, da und da. Timo hat mir ein Obsidian gegeben, auch gut. Tue ich mal vielleicht hier rein. Wollte ihn nur mal instant töten. Und... Was heißt ja? Hä, hey, du mich oder was? Nein. Und die Enderperlen. Haben wir hier noch Enderperlen? Ah, ich finde gar nichts. Soll ich dich töten, Timo? Essence. Hey, Energy Pellet Launcher. Timo, musst du dem irgendwie Energie geben, damit er das schießt oder so? Oder nur normal Redstone Lever, einfach? Lever besteht. Okay. Timo, möchtest du zum Mond? Junge. Ey, das machst. Ey, wir können das in einer der anderen Welten, können wir das ja nochmal machen, so aus Troll. Aber wir müssen Abstand halten. Ich geh nicht mit. Da hinten sind 3 Portale. Siehst du die Durst? Oh, warte, ich will gerade noch diese... Haben wir noch Enderperlen? Ich würde gerne diese Gravity Gun hinkriegen, damit wir Bonnie nächstes Mal ordentlich damit trollen können. Hier waren doch Enderperlen drin. Ja, zack, hab sie gefunden. Sehr schön. Ja, du brauchst auch eine Gravity Gun. Bam. Timo, hast du auch so eine Supercharge oder was hast du für eine? Ich hab nur die normale. Oh, das wollte ich gar nicht. Oh, so. Oh, Leute, ich hatte gerade einen kurzen Moment übelst Angst. Ich hab gerade eine Chest... aus Versehen umgesetzt und ich dachte, die wäre danach vielleicht leer, ne? Und das war unsere Diamond Chest mit den Erzen drin. Ich hatte gerade so Angst für einen kurzen Moment, ne? Alter. Für einen kurzen Moment ist dir das Herz stehen geblieben. So, wie funktioniert das Ding jetzt? Mit links macht's... Es macht doch gar nichts mit links, oder? Ach doch, es haut Leute weg. Ey! Ey! Wer wollte mich da töten? Kann ich damit Items auch weghauen? Dann lass mich damit mal ein bisschen rumspielen. Items kannst du nicht weghauen, aber du kannst halt... Also Spieler und Mobs weghauen. Und richtig. Wenn du beispielsweise einen Block aufhebst, kannst du... Zum Beispiel hier. Du musst ja nicht gedrückt halten, du kannst jetzt beispielsweise... Man kann sogar volle Kisten umlagern damit. Richtig. Und den kannst du jetzt auch wegschießen, ne? Achso, ich kann jetzt zum Beispiel ein Holz nehmen. Ich nehme jetzt mal kein Holz. Ups, ich nehme jetzt mal das Holz, tu es wieder rein. Wieder rein! Wieder rein! Ja! Ach, so, wieder lass rein. Lass das. Nimm jetzt eine Erde und.
Hättest du mich da reingeschlagen, war? Du hättest keine Ruhe. Landet das dann da hinten auch passend oder landet das dann, verschwindet das dann? Das landet einfach irgendwo, oder? Oh, lol. Das landet halt so. Das landet da, wo es aufkommt eigentlich, also richtig gut eigentlich. Ja, lol. Doch, das springt sogar ab von Wänden und so. Das ist richtig geil, ey. Das will ich hier drin nicht. Raus damit! Oh, ich hab den Creeper weggeschossen. Raus mit dem Dreck hier, den will ich hier drin nicht. Weg damit! Ah, oh, der Creeper lebt auch noch. Wie geil, ey. Hello, das will ich nicht. Weg damit! Nein, das ist ein Fisch. Oh, unser kleiner Teich. Oh, ach, oh Mann, ey. Water Hive. Der Block blieb erstmal in der Luft stehen. Oh Mann, ey. Ey, das. Hä? Den Block habe ich auf dich geworfen, der ist stehen geblieben. Lol. Oh, lol. Wie alles durch die Gegend fliegt. Oh, oh, oh. Oh, zum Glück. Wer ist los? Ja, ich dachte, ich habe immer Angst, dass ich irgendwas kaputt mache, wenn ich einfach irgendwelche Items damit rumtrage. So, wie steht's hier um unser... Oh, Energie wird ganz schön schnell leer, du. Jetzt, wo wir eben einmal das Ding haben laufen lassen. Aber wir kriegen jetzt diese MFSU auch nicht irgendwie schneller befüllt, oder? Glaub nicht. Oder kriegt man das... Kommt vielleicht aus dem Haupt, aus diesem großen Iron Tank Wall, kommt da vielleicht nicht genug raus. Kann das sein, Timo? Also, der Tank ist voll. Ja, aber es kann ja sein, dass da nicht genug rauskommt pro Tick quasi. Dann könnte man vielleicht mehrere Ausgänge machen. Die Geothermalgeneratoren sind ja komplett voll. Also und geben die das nicht schnell genug ab? Ja, die produzieren nur eine bestimmte Menge und ein die geben halt nicht genügend Geothermal ab. Macht, glaube ich, wie viel macht er denn? Der macht 20.000. 20.000 macht er, glaube ich, Quantum-Generator. Pro Tick. Und jetzt bräuchten wir irgendwas, was aus Lava mehr machen kann. Als diese 20.000. Und es gibt hier zum Beispiel Lava Fabricator. Keine Ahnung, ob das damit dann geht. Lava Zelle. Lava Void Capsule. Magma Crucible Squeezer. Den Crucible haben wir schon. Haben wir einen Magma Crucible? Ja. Schon wieder ein Block in der Luft. Den brauchte ich für... Du hast die Fackel kaputt gemacht. Wer? Na, du. Oh, das Spiel will mich trollen. Oh, Leute. Leute, what the was fuck? Was ist los? Ne? Boah, ohne... Ich hatte gerade so eine Angst, dass die Aufnahme nicht läuft, ne? Boah, ich weiß nicht, dass... Ich weiß jetzt nicht, wie ich es geschnitten habe. Nein, warte. Eine andere Sache. Alter, war das gerade krank. Boah, das schneide ich auch nicht nachher raus, das sage ich jetzt. Also, ich habe oben links hingeguckt, denk mir so, ja, Energy Level 99%, ne, oben links. Lol. Denk mir dann so, okay, normalerweise steht seit über 1000 Videos oben links bei Fraps die Zahlen. Warum steht da keine Zahl? Aber aus irgendeinem Grund steht diese Zahl jetzt oben rechts. Ich weiß nicht, wie... Oh, ich hatte gerade... Oh, ich dachte, das wären hier 2 Stunden für die Katze, ey. Boah, hat mich das gerade aufgeregt. Alter. Das wäre ja echt schlimm gewesen. Alter, aber ich bin, glaube ich, irgendwo drauf gekommen, weil hier, ich sehe jetzt auch schon wieder diese Chunkstreche überall. Alter. Boah, war das gerade übel, ne? Schock fürs Leben. Jo. Schock fürs Leben. Na, also ich hatte das ja schon so. Wir hatten das ja auch einmal mit der pinken Zahl, irgendwie für eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde oder so, aber jetzt über 2 Stunden wäre schon echt mies, ey. Boah. Na gut, so, ich habe meine Gravigun. Ich würde sagen, machen wir für diesmal Schluss. Nächstes Mal trollen wir Bonnie richtig schön, wenn er dann wieder mitmacht. Und dann haben wir alle die Gravigun. Gucken, wie wir das mit den anderen Welten machen, dass wir vielleicht die Blöcke irgendwie übertragen kriegen in unsere Welt dann. Und dann können wir da halt mit den Mining Turtle und so alles laufen lassen. Ja, am besten noch Vorschläge und so, was in welcher Reihenfolge, wie, wo, wann bauen, noch in die Comments. Und dann sehen wir uns am nächsten Montag zur nächsten Staffelwoche, wie auch immer. Tschö. Tschüss.